Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trials Rising mit mir, eurem Eki. Und ja, wir sind im asiatischen Raum angekommen, haben hier auch schon ein Rennen abschließen können. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen uns einfach mal daran, hier die nächste Herausforderung abzuschließen, bei dem Rennen, wo wir schon Gold geholt haben. Und ja, Übungsplatz. Diese Nachricht lautet: Das verdanke ich alles dem guten alten Schrottplatz. Ich habe mein Motorrad zu beherrschen gelernt, indem ich Rennen gegen den Platzwart gefahren bin. Ich war immer fehlerlos und bin zu allem Überfluss sogar auf einem Rad gefahren. Schlage Adel 15, 35 Meter Wheelie fahren und ohne Fehler. Wir versuchen es einfach mal. Schaffen wir es in dieser Folge nicht, gehen wir es in der nächsten oder übernächsten an. Denn, ja, eigentlich dachte ich, dass wir heute die Tandem-Compilation mit meinem Kumpel Lace machen, aber das schieben wir einen Tag nach hinten raus. Und ja, schauen wir einfach mal, was uns da so erwartet. Ja, ist, ich weiß gar nicht, haben wir hier überhaupt so viel Freiraum, dass ich hier so viel Wheelie-Meter machen kann? Da haben wir schon verkackt. Oh Gott, oh Gott. Da hat die Nase gejuckt. Schauen wir einfach mal. Gibt es doch nicht. Mann. Nein! Oh, das könnte schon wieder so ein Ausraster-Moment-Rennen werden, ne? Das habe ich gerade ein bisschen verkackt. Ah. Können wir da runter? Nein, können wir nicht. Also ein Fehler und somit verkackt. Nein. Da geht doch noch ein bisschen was, oder? Komm schon. Ein bisschen mehr. Auf 5-6 Meter wäre schon ganz interessant. Sind wir jetzt direkt am Anfang. Gibt es doch nicht. Alter Vater. Gleich rastet er aus. Das gibt es doch nicht, Mann! Oh, Alter!
sieht doch okay aus. Nein! Oh, was? Da war ich sogar schon am Ende? Das machen wir nochmal. Nee, Lügen darf man nicht sagen. Das gibt es doch nicht. Macker, Alter. Mann, Mann, Mann. So, nu aber. Nein! Oh. Framelex wieder hier. Oh, das war wieder so ein geiler Start eigentlich. Der wird einem wieder nicht gegönnt, ne? Gibt's doch nicht. Leute! Das Spiel ist nach wie vor nichts für meine Nerven, ey. Oh. Nee, richtig hinsetzen jetzt. Jetzt ist echt gleich Feierabend bei mir wieder. Und die Stimmung kippt bei mir bei dem Spiel auch echt schnell, ey. Das tut mir auch mega leid, ey. Ey. Ja, nice. Wir machen jetzt einfach mal irgendwie so gar keinen Meter-Wheelie. Weil warum auch? Und fallen dann mal schön auf die Fresse, Alter. Alter! Ja, spring wie so ein geistig zurückgebliebener hier runter, ey. Boah, das war auch wieder gar nichts, ne? Nö. Nö. Damit kann ich noch leben. Damit eigentlich wieder gar nicht. Boah, Alter. Nee. Ich brech ins Essen, ey.
Boah, nee, ich krieg so schlechte, scheiß fucking verfickte Kacklaune, Alter. Dass ich... Mann. Was stimmt mit dir nicht, ey? Oder stimmt mit mir nicht? Sagen wir mal so, ey. Boah. Habt ihr das gesehen? Jetzt muss ich nur noch irgendwie an den Typen wieder vorbeikommen, ey. Mann. Warum muss ich immer erst aggressiv werden, ey? Ich weiß, muss ich nicht. Aber... Trotzdem, warum muss ich das? Boah, Leute. Es gab aber ordentlich XP und eine neue Kiste. Dann geht's weiter zu Thousand Cloud Village. Jetzt hör mir zu, geh da raus und hol dir den Sieg. Gelang in unter 130 Sekunden ins Ziel. Ja, machen wir doch. Bald haben wir die Mantis, Leute. Die Mantis. Da freue ich mich schon so drauf. Herrlich. So, links hat so eine abgefahrene Version vom Punisher Pullover oder was? Die auch cool finden. Oh Gott. Die Strecke kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die gab es schon in Fusion. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. Nee, ich will nicht mit Fehlern hier durch. Zumindest nicht bei einer leichten Strecke. Ist es eine leichte? Ich glaube schon. Gott. Ich mich hier eigentlich gerade zurecht. Semi-professionell, aber wir nehmen es einfach mal so hin. Nehmen wir nicht. Mann. Ja, Hälfte der Strecke etwas drüber. Okay.
jetzt sieht es doch ganz stabil aus. Wir sind, glaube ich, jetzt Zweiter durchgekommen, ne? Ja. Das ist okay. Gold ist erreicht. Nee, aber nice. Boah, das will ich auch haben. Wir kriegen die mal diese coole Sachen, ey. Ist doch mal auf den Hintern rumgeklopft, ey. So, was sagt er hier? Erziele 3 Rückwärtssaltos, 4 Vorwärtssaltos. Das ist schaffbar, glaube ich. Aber so rein spontan, so aus dem Kopf raus, würde ich sagen, das kann man ruhig machen. Rückwärts. Machen wir doch gleich hier schon mal ein. So. Zack. Haben wir die schon mal fertig. Nein! Okay. Verdammt. Er wird zu gierig, der Bursche. Oh, das war knapp. Aber hat gepasst. So, zack. Hier schließen wir ihn ab. Oh, hier hätte ich eigentlich locker eine Vorwärtsseite machen können, aber... Zack. Jetzt noch durchkommen. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Wir haben ja nicht die Mission oder den Auftrag, keinen Fehler zu machen. Das heißt, wir könnten jetzt trotzdem sogar noch Fehler machen. Auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt möchte. Aber, oh, 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 oh. Oh Gott, Alter. Boah, das war ganz knapp gerade, ey. Da habe ich mir übelst was zusammengepopelt, ey. Oh Gott. Zum Glück geht es hier gerade um nichts. Außer diese komische Mission. Das war ja mega grottig gerade. So, dann gucken wir, dass wir... Ja, eins machen wir, glaube ich, noch. Klopf, klopf, es wird Zeit, zum Rumzufahren. Wir gelangen unter 70 Sekunden ins Ziel. Da kommt schon eine Einladung. Nehme ich gleich an. So. Alter. Oh Gott. Wird auf jeden Fall keine Top-Platzierung. Alter, was stimmt mit dieser Map nicht? Hart. Hammerhart.
Oha, zu weit. Alter, wenn die Kamera nicht mitkommt, ne, dann kriege ich auch richtig einen Anfall, ey. Kann die Scheiße denn so langsam sein, ey? Ich muss sehen, wie es weitergeht. Boah, da werde ich richtig... Das sowas macht mich sauer. So. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt hin. Schon wieder, ey. Das mag ich nicht. Das reicht aber nicht für Gold, wetten? Oh doch. Ja, dann lassen wir es so stehen. Drücken weiter. Und dann würden wir jetzt noch einmal gemeinsam die Kisten aufmachen. Und... Hoppala. Schauen wir mal, was wir hier so bekommen haben. In Kiste Nummer 1 haben wir... Oh, eine Gesichtsmaske. Das sieht cool aus. Mit Sonnenbrille. Und was kriegen wir noch? Tandem Metalllicht. Ja, das haben wir schon. Alles klar. Und damit verabschiede ich mich recht herzlich von euch. Würde mich, wie gesagt, wie jeden Tag eigentlich, über ein Abo und ein Like freuen. Und wir sehen uns morgen in einer frischen Folge wieder zu einem kleinen Special mit dem Lace und den Tandemrennen. Haut rein, bis dann und dann, euer Ecki.